Diese beiden Metallkugeln hier habe ich mit einem einfachen Hochspannungsgerät, einer sogenannten Influenzmaschine, verbunden. Und wenn ich diese Maschine in Betrieb setze, dann werden die Kugeln elektrisch aufgeladen, und zwar die linke Kugel positiv, die rechte Kugel negativ. Ich bringe nun ein kleines Wattepflöckchen hier auf die positiv geladene Kugel. Noch einmal. Ja, wir sehen, das Wattepflöckchen fliegt von Kugel zu Kugel hin und her. Wenn es sich hier auf der positiven Kugel befindet, nimmt es positive Ladung auf. Da sich aber eine positive und eine zweite positive Ladung abstoßen und eine positive von einer negativen Ladung angezogen wird, bekommen wir eine Kraft, die die Watte nach rechts zieht. Nun, dort drüben gibt die Watte ihre positive Ladung ab, lädt sich negativ auf, und wir beobachten den Vorgang in der entgegengesetzten Richtung. Der Raumbereich zwischen den beiden Kugeln ist also erfüllt von elektrischen Kräften, die auf geladene Körper einwirken. Man sagt, diese beiden Kugeln bauen ein elektrisches Feld auf. Damit ist also der Raumbereich gemeint, in dem auf elektrisch geladene Körper Kräfte ausgeübt werden. Dieses elektrische Feld hat eine bestimmte Struktur, einen Richtungsaufbau. Wenn wir mal davon absehen, dass die Watte auf ihrem Flug natürlich durch die Anziehungskraft der Erde, durch die Gewichtskraft etwas nach unten gezogen wird, so folgt die Watte den Kräften des elektrischen Feldes. Und die Flugbahnen dieser Watteteilchen beschreiben den Richtungsaufbau des elektrischen Feldes. Um einen noch deutlicheren Überblick über diesen Richtungsaufbau zu bekommen, machen wir folgendes Experiment. Hier haben wir in dieser Glasschale etwas Öl eingefüllt und eine kleine Menge von feinem Grieß darauf gestreut. Die beiden eintauchenden Metallplatten laden wir auf über unser Hochspannungsgerät. Und damit wir die Anordnung und den Versuch gut sehen können, schauen wir über diesen Spiegel jetzt genau senkrecht von oben in diese Glaswanne herein und beobachten die in dieser Wanne befindlichen Grießkörner. Ich lade nun die beiden Metallscheiben elektrisch auf, und zwar die linke Scheibe positiv, die rechte Scheibe elektrisch negativ. Schauen wir mal zu, was die Grießkörner da drin machen. Ja, diese Körner, das sehen wir, glaube ich, recht schön und deutlich, ordnen sich zu Ketten. Und diese Ketten geben den Richtungsverlauf des elektrischen Feldes an. Dieser Versuch hier zeigt uns das elektrische Feld nur in einem ebenen Schnitt. Räumlich dargestellt sieht das elektrische Feld zwischen zwei entgegengesetzt geladenen Kugeln so aus, wie es uns dieses Modell hier zeigt. Diese Bogen bilden den Kraftverlauf, der auf eine in den Feldbereich gebrachten Ladungen ab. Nun, innerhalb eines solchen Bogens, zum Beispiel innerhalb dieses Bogens, der den Kraftverlauf angibt, der auf eine Ladung wirkt, die ich mir in diesen Feldbereich hereingebracht denke, innerhalb dieses Bogens gibt es ja nun zwei verschiedene Orientierungen, also nach rechts bzw. nach links. Und tatsächlich kommen auch beide Kraftrichtungen vor, je nach der Art der Ladung, die ich mir an diese Stelle ins Feld gebracht denke. Damit wir nun eine eindeutige Richtungsangabe im Feld bekommen, verabreden wir Folgendes. Um die Feldrichtung, sagen wir, an dieser Stelle zu bestimmen und festzulegen, denke ich mir an dieser Stelle eine zusätzliche positive Ladung, eine Probeladung ins Feld gebracht. Natürlich, diese Kugeln, die wir hier haben, und auch die dritte angesetzte Kugel, die sind hier nicht wirklich elektrisch geladen. Das Ganze ist ja lediglich ein Modell. Aber wir denken uns also in das Feld zwischen zwei entgegengesetzt geladenen Körpern, Kugeln in diesem Fall, noch eine dritte
positiv geladene gebracht, um an dieser Stelle die Feldrichtung festzulegen. Nun, diese Probeladung wird von der positiven Ladung hier abgestoßen und zu der negativen Ladung hin angezogen. Die resultierende aus diesen beiden Kräften gebe ich durch diesen Pfeil hier an. Wir verabreden nun, dass diese Kraftrichtung die Richtung des elektrischen Feldes an dieser Stelle angibt. Das heißt, als elektrische Feldrichtung gilt diese Richtung, in der die resultierende Kraft zeigt, und zwar die resultierende Kraft auf eine positive Probeladung. Also innerhalb der beiden Möglichkeiten, die ein solcher Bogen bietet, haben wir jetzt eine eindeutige Richtungsorientierung festgelegt. In dieser Weise kann man natürlich an jeder Stelle des Feldes verfahren. So zum Beispiel, wenn ich wissen will, wie ist das Feld gerichtet, hier ganz in der Nähe dieser positiv geladenen Kugel, dann denke ich mir hier eine weitere positive Probeladung oder Testladung ins Feld gebracht. Die Kraft des elektrischen Feldes auf diese Ladung wird dargestellt durch diesen Pfeil und in dieser Richtung geht die Richtung des elektrischen Feldes. Jeder dieser Bogen bekommt so eine ganz bestimmte Richtungsorientierung. Und das Aufsetzen der zugehörigen Pfeilspitzen hier in unserem Modell haben wir durch einen kleinen Trick beschleunigt. Die in dieser Weise mit Richtungen verknüpften Linien heißen Feldlinien. In dieser Richtung der Feldlinien sind in unserem ersten Versuch vorher die Watteteilchen geflogen, als sie positiv aufgeladen waren. Da haben sie sich in Richtung der Feldlinien bewegt. Eine negative elektrische Ladung erfährt eine Kraft entgegengesetzt zum Feld. Wenn ich mal so hier eine negative Ladung angebracht denke, dann wirkt auf sie eine Kraft, deren Richtungspfeil ich hier aufgesetzt habe. Die Kraft auf eine negative Ladung geht entgegengesetzt zum Feld. In dieser Richtung sind also die Watteteilchen geflogen vorher, als sie negativ aufgeladen waren. Die Feldlinien kommen also aus der positiven Ladung heraus und münden in die negative Ladung ein. Wir können daher die positive Ladung als Quelle des elektrischen Feldes, der elektrischen Feldlinien bezeichnen und die negative Ladung als Senke der elektrischen Feldlinien. Wir wollen bei dieser Bezeichnungsweise aber beachten, dass in den Feldlinien nichts fließt oder strömt. Feldlinien sind nur gedankliche Modellbilder, die uns gestatten, den Richtungsaufbau des elektrischen Feldes zu deuten. Elektrische Feldlinien beginnen nie frei im Raum und hören auch nicht einfach im Raum auf. Der Beginn der Feldlinien, also die Quelle, ist immer eine positive Ladung und Feldlinien endigen an einer negativen Ladung. Wir untersuchen nun den Verlauf des elektrischen Feldes, wenn wir zwei Körper gleichartig aufladen, also zwei Kugeln oder zwei Scheiben, zum Beispiel positiv aufladen. Dazu machen wir ein ganz ähnliches Experiment wie vorher. Hier in diesem Glasgefäß haben wir wieder Öl mit feinem Grieß eingebracht und diese beiden Metallplatten hier, die lade ich nun mit einem elektrischen Gerät auf und zwar beide positiv. Und jetzt schauen Sie wieder zu. So, wir bemerken schon, dass sich diese Grießkörner wieder ordnen. Sie schließen sich zu Ketten zusammen und zeigen uns den Richtungsaufbau des elektrischen Feldes zwischen zwei positiven Ladungen. Das elektrische Feld sieht hier vollständig anders aus als in unserem vorhergehenden Experiment. Die elektrischen Feldlinien verlaufen von der positiven Ladung weg, und zwar sowohl von der linken positiven als auch von der rechten positiven Ladung weg. Die positiven Ladungen sind die Quellen der elektrischen Feldlinien. Sie laufen dann gleichsam
aneinander vorbei und münden dann in negative Ladungen ein, die sich außerhalb des Gesichtsfeldes auf der Gefäßwandung befinden. Fassen wir nun zusammen. Unser heutiges Thema heißt elektrisches Feld. Wir haben also besprochen, die Feldrichtung ist die Richtung der Kraft auf eine positive Probeladung. Der Verlauf des elektrischen Feldes kann durch Feldlinien dargestellt werden. Einen ganz besonders einfachen und übersichtlichen Verlauf bekommen wir, wenn wir zwei Metallplatten, die parallel gegenüberstehen, entgegengesetzt aufladen. Hier in diesem Gefäß, wieder mit Öl und Grieß, lade ich die beiden Platten entgegengesetzt auf, und zwar die linke positiv, die rechte Platte negativ. Schauen Sie zu, wie sich nun die Grießkörner einrichten. Nun, diese Körner bilden wieder deutliche Ketten und zeigen uns damit die elektrischen Feldlinien an. Diese Feldlinien im Inneren verlaufen weitgehend parallel und geradlinig und bilden dort ein homogenes Feld, wie wir diesen Feldverlauf nennen. Lediglich ganz außen am Rand bekommen wir eine schwache Krümmung dieser Feldlinien. Nun, dieser Versuch zeigte uns wieder lediglich das ebene Bild, den ebenen Schnitt durch das an sich räumlich zu denkende Feld. Wie das Feld im Raum aussieht, das zeigt uns dieses Modell hier. Wir haben durch diese Stäbe die Feldlinien dargestellt. Diese beiden Seitenteile bedeuten die entgegengesetzt aufgeladenen Platten, die positiv und die negativ aufgeladene Platte. Und die Feldlinien gehen von Plus nach Minus herüber, von der Quelle zur Senke der Feldlinien. Die Feldlinien geben jeweils die Richtung an, in der eine positive Ladung getrieben würde. Wenn ich also eine zusätzliche Probeladung, eine positive Probeladung ins Feld bringe, dann wird diese Ladung in dieser Richtung herübergetrieben. Das ist also der räumliche Eindruck unseres homogenen Feldes. Wir überprüfen nun die Kraftrichtung im homogenen Feld auf eine positive Ladung. Diese Kugel, die wir hier an einem Faden zwischen die beiden Metallplatten gehängt haben, haben wir vorher positiv aufgeladen. Ich bringe nun Ladung auf die beiden Platten mit einem Elektrogerät. Und zwar lade ich die linke Platte positiv auf und die rechte Platte negativ. Beobachten Sie bitte die Wirkung des elektrischen Feldes auf diese positiv geladene Kugel. Nun, wie erwartet, wird diese geladene Kugel in Feldrichtung, also in Richtung auf die negative Platte hin, getrieben. Aus der Stärke dieser Kraft können wir nun ein Maß für die Stärke des elektrischen Feldes gewinnen. Es zeigt sich nämlich bei genauen Messungen,